Und damit ein herzlich willkommen zu meinem Let's Play RimWorld. So, weiter geht's. Ich habe auch schon mal laufen lassen. Da kommen die das erste Mal nach Hause gelaufen. Was wir jetzt noch brauchen, damit wir anfangen können, sind die sogenannten Zonen. So, wie bauen wir denn hier alles auf? Hier ist der Eingang, das heißt, hier baue ich erstmal so grob die erste Lagerzone. Das können wir dann nachher noch irgendwie ein bisschen sichern. Hauptsache, wir haben hier erstmal was gelagert. Dann brauchen wir, um den ganzen Schmotter, den wir aus dem Berg rausholen, irgendwo hinzulagern, eine Lagerzone. So lange, bis wir das Zeug verarbeiten können. So eine Abfallzone, besser gesagt. Ich baue die immer gerne hier so an den Rand ran, damit die quasi hier, wo eh nichts Fruchtbares ist, Fruchtbarkeit 100 steht da unten links. Und hier ist ja gar keine Fruchtbarkeit, dass wir da uns nicht den Platz verschenken. Die geben wir gleich mal in Auftrag zum Zähmen. Eine weibliche Schildkröte. Hier liegt Essen. So, dann haben wir das. Was gibt es denn noch für Zonen? Anbauzone. War hier irgendwie irgendwas niedrig? Nee. Hier ist die Fruchtbarkeit überall super. Da holze ich ja eh schon ab. Das heißt, ich mache hier mal meine Felder hin. Zwei, drei, vier. Ich mache erstmal ein paar Felder. Mach die auch immer schön extra getrennt, damit wir da unterschiedliche Sachen anbauen können. Immer schön 5x5. So, hier bauen wir Kartoffeln an, hier bauen wir Mais an und Reis. So, hier pflanzen wir erstmal noch nichts an. Da müsste ich erstmal diese ganzen Steine wegschaffen. Erdbeeren gehen noch nicht, weil wir den Skill noch nicht haben. Was haben wir hier noch? Baumwolle. Ja. Heilwurzeln. Haben wir auch den Skill noch nicht. So. Dann pflanze ich hier schon mal Eichen. Und hier pflanze ich mal Pappeln, dann brauche ich noch zwei Sachen. Pflanze immer gerne so jede Baumsorte einmal. Eichen, Pappeln, Kiefern und Birken. Teak und Ameisenbäume pflanze ich jetzt hier extra nicht, weil das sind ja eigentlich Tropenbäume. Ich weiß nicht, ob die jetzt hier so gut wachsen. Wir schauen einfach mal. Ne, Ratte. Bringt uns doch nichts, habe ich gesagt. So, wir müssen erstmal bauen. So, ins Lager. Hier kann man auch immer schön einstellen, was da rein soll. Da soll erstmal alles rein. So, was macht er denn alles Schöne? Die holt Stahl. Der zähmt die Schildkröte. Und der baut Mais an.
Jo. Wie sich das gehört. Super. So. Heimatgebiet. Heimatgebiet ist jetzt so der Bereich, in dem die jetzt sauber machen, Feuer bekämpfen und so weiter und so fort. Das brauchen sie jetzt hier nicht wirklich machen. Hier schon gerne. So. Oh, das Bett ist schon fertig. Das kriegt jetzt Angel und Jack. Die sind ja verheiratet. Ich hatte das nochmal rausgenommen und hatte ein Doppelbett reingestellt. Ich weiß nicht, ob es möglich ist, aber ich schließe es mal nicht aus, dass man in dem Spiel irgendwie Nachwuchs zeugen kann. Ich gehe mal schwer davon aus, dass das irgendwie möglich ist. So, da ist schon das erste bisschen Essen. Er pflanzt auch schön fleißig an. Da ist halt die Chance ziemlich hoch, dass das fehlschlägt. Ne, das lasse ich mal lieber. Der pflanzt fleißig an. Der holt von oben Stahl. Und die holt Holz von oben. Das ist doch sehr schön. Dann wird hier ganz schnell mein Zeug entstehen. Das Bett baut sie schon mal. Hier sieht man immer, wie weit das ist. Zack. Und da schläft der Michi. Dann hat jeder sein Bett. Und da haben wir noch ein freies. Das machen wir gleich erstmal zum Krankenbett, falls irgendwas sein sollte, dass sie sich reinlegen können. Kann man den irgendwie... Ja, ich lerne erstmal ein bisschen Gehorsam. Den Yorkshire Terrier. Ah, jetzt wird er gefüttert mit Beeren. Ein Hund, der Beeren frisst. Naja, warum nicht? Der hackt auch gleich die Bäume nieder. Das ist auch sehr praktisch zum Anpflanzen. Erfolglos. 42% aber schon. Naja, ist doch nicht verkehrt. Brauchen wir bestimmt gleich hier ein Stromkabel. Da kann sich der noch verbinden. So müsste es gehen. Was war das? Der Schlachttisch. Okay. Ja, bei uns mal einen Tisch und die Stühle. Der holt auch Holz. Sehr schön. Fleißige Leutchens habe ich hier. Der lagert das schon mal ein. Kann ja gleich mal ein bisschen schneller. Geburtstag. Oh. Angel hat das biologische Alter von 52 erreicht. Folgende altersbedingten Krankheiten. Ah. Jetzt hat die alte Rückenschmerzen. Ah. Das macht mir jetzt was? Bewegen und arbeiten. Ist jetzt nur noch bei 70 bzw. 78%. Ich hätte doch nicht so alte Leute nehmen sollen. Irgendwie... Naja. Jetzt kann man es nicht mehr ändern. Jetzt müssen wir damit leben. Oder zugrunde gehen.
Naja, solange sie noch hier fleißig baut, ist ja alles gut. Wie machen wir denn das am blödesten? Baue ich das hier draußen alles oder? Ah, hier ist Wasser. Cool. Das habe ich auch noch nie gesehen. Ah, da brauchen wir einen Haufen Materialien. Ich glaube, ich baue das so in den Berg rein. Dann testen wir mal. So. Das gefällt mir eigentlich. Obwohl. Kann ich hier nach. Ja, heute habe ich eine Menge Platz. Baue ich hier mal den Gang nach oben. Ne, noch nicht. Hier baue ich den nach oben. So. Das werden dann die einzelnen Zimmer meiner Leute. Und hier unten muss ich dann... Das wird mein Kühlhaus. Könnte eigentlich ja funktionieren, wenn wir das in den Berg reinbauen. Warum soll das nicht klappen? Dann müsste das ja eigentlich gleich schon natürlich ein bisschen kühler sein. Werden wir sehen. Ich bin mal gespannt. So. Was machst du? Du baust fleißig weiter. Du holst da oben immer noch Materialien. Jo, da liegt ja noch genug rum. Und du baust Eichen an. Sehr hübsch. Was bist denn du? Eine Boomratte. Wie schaut der komisch aus? Ipfui. Mit Eiterbeulen auf dem Rücken. Finde ich auch immer sehr schön gemacht. Es gibt zu jedem Viech, zu jedem Mensch, zu allem, was rumläuft, einen eigenen Baum. Der kann eigene Krankheiten haben. Man kann eigene Interaktionen mit dem Viech haben. Entweder als Waffenexperiment gezüchtet oder von der Natur aus der außergewöhnlichen Fähigkeit ausgestattet, bei Tod mit einem Feuerball zu explodieren. Okay. Dann sterb mal irgendwo da hinten. Nicht da oben bei mir. Das möchte ich nicht. 50% erfolglos. Der Köder hört nicht. Naja, pünktlich zur Nacht ist meine Unterkunft fertig. Ich habe meine Bänke, meine, besser gesagt Tisch, meine Stühle. Oh, die Betten habe ich da. Bist du jetzt schon verbunden? Schlechte Laune. Warum hast du schlechte Laune? Sehr niedrige Erwartung, plus 15, neue Kolonie plus 10, hat lecker gegessen. Der ist nicht happy wegen seiner alten. Ungemütlich, in Dunkelheit, geteiltes Schlafzimmer, leichte Schmerzen. Er möchte keine Fernwaffe tragen. Okay. Wie kann ich dir jetzt sagen? So. Okay. Dann hast du jetzt halt keine Waffe. Das war aber, glaube ich, ein Nahkämpfer, oder? Ja.
Das heißt, denen müssen wir irgendwas organisieren zum Draufkloppen. Was hatte der jetzt? Ja. Dann machen wir es doch ganz anders. Du schmeißt mal die weg. Und du. Zack. Dann hat der jetzt nämlich ein Messer. Kann Nahkämpfer machen und der andere kann eh nicht kämpfen. Der braucht nichts. So, und jetzt gehen sie alle drei ins Bett. Uah. Gut, dann gehen wir auch ins Bett. Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Wenn's gefallen hat, lasst wie immer ein Däumchen da. Und mal gucken, was wir uns beim nächsten Mal Schönes ausdenken. Bis dahin, macht's gut.